Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Freunde, wir sind immer noch live auf Twitch und reagieren auf Tano77 und OG Jamaika heißt das Ganze. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start. Checkt immer gerne ab, auf was wir schon alles reagiert haben und ballert mir weitere Vorschläge in die Kommentare. Freue mich auf das Ding. Ich habe kurz vergessen, woher dieses Freros sind unerreichbar. Und das ist halt, da hat einer in den Chat geschrieben, das ist von dem Song Kriminal, von der Icon 4 Folge. Wir gehen kurz in die Infobox und dann starten wir eigentlich auch schon auf ganz entspannt. Video ist von Aha, Mo, sagt mir nichts. Produced by Divo, The Crates, Neil und Alex. Das ist schon eine wilde Kombination. Eine wilde Kombination. Mix Mastering, Neil, Alex und Divo. Okay. Bin gespannt, Freunde. Wir gehen rein. Tano77, OG, Jamaika. Ich freue mich sehr auf den Release, bin ich euch ehrlich. Let's go. Puffen die Gibbets wie auf Jamaika. Geil! Digga, der hat einfach aus dieser Stelle vom Kriminal eine Hook gemacht. So schlau, weil die Hook hatte bei Kriminal Bobby Van Damme. Aber das, was Tano gebracht hat, war richtig stark. Das hatte so Hook-Potenzial. Schlau. Oh. Waffen die Gibbets wie auf Jamaika. Das ist eine Hook, die wir alle kennen, aber irgendwie ist es eine geile Hook. Irgendwie ist es, ich weiß nicht, das ist diese Stelle von Tano, weiß nicht, kann ich mir echt oft anhören. Jetzt auf die Parts gespannt, weil ich denke mal, dass die neu sind. Er rappt mittendrin in der Line. Letztes Wort wird einfach so ein bisschen gesungen. Der hat eigentlich so eine starke Stimme, ne? Tano ist ein Monster. Er ist ein Monster, aber auch eine brutale Gesangsstimme. Melodisch. Digga. Sein Part war entspannt, oder? Wie fandet der Chat das? War auf jeden Fall entspannt. Tano bringt Brett nach Brett. Wow, wie viel Tabak das war. Chat achtet wieder auf sowas. Aber habe ich auch gesehen. Waffen die Gibbets wie auf Jamaika. West Coast ist die Heimat. Geld auf die Schnelle und läuft die Zeit. Wie auf Jamaika. Auch wie er das dann beim zweiten Mal, er bringt dieses Freros, ne? Diesen Abschnitt bringt er noch ein zweites Mal, aber der betont da zum Beispiel Jamaika anders, ein paar Wörter anders, so als kleinen Wechsel und das macht er gut. Das zeigt für mich, Tano ist schon in einer Form so geschliffen. Der hat Ahnung. Das ist die Heimat. Geht auf die Schnelle und läuft die Zeit. Geht da rein, mein Bruder, ich brauch wieder Geld auf Schnelle. Straight aus Hood 3 zu 0 schon zu viel Zeit verschwendet. Pussy, häng am Block ab, ihr seid weit entfernt zu sein. Wie wir. Was denkt ihr, wo die Scheiße herkommt? Europex im Petto, mies auf Sendung, ich hab viel zu tun. Mach die Kies auf schnelle Überfälle, dribbel dich für Flusses. Ich fand jetzt OG, Einstieg war okay, aber jetzt gerade dieser Flowwechsel hier, wo er so eine kleine Pause gemacht hat, das kam gut. Petto, mies auf Sendung, ich hab viel zu tun. Mach die Kies auf schnelle Überfälle, dribbel dich für Flusses. Geil. Tiefens Loch und irgendwann wird's wieder gut. Gib die Finger für die Brüder, ruf Liberty, Frero. Erro, bleib unerreichbar. Dribbel die Kopfs, aber vom Feinste. Täglich pack ich Vakuumex auf Stress. Hebe die Fäuste für die Brüder und die Finger fürs Gesetz. Okay. OG, entspannter Part. Passt. Also war jetzt nicht irgendwie krass unpassend oder so. Hat für einen schönen Wechsel gesorgt. Ich denke mal, jetzt kommt nochmal Tano mit dieser. Boah, Stimme weg. Mit der Monsterhook. Puffen die Chippets wie auf Jamaika. West. Kost ist die Heimat. Boah, ihr merkt, ich will mitrappen. Das ist ein Ohrwurm. Hook? 10. 10 von 10. Das ist eine richtig geile Hook. Das ist eine richtig geile Hook. Was
Ne, hört ihr? Beim zweiten Mal, Freros, zieht er länger. Jamaika, betont er anders, macht er gut. Stark, stark. Muss ich sagen, sehr, sehr schlau von Tano. Dieser Release war sehr, sehr schlau, weil das hat auch so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen, hatte noch schön was von Icon 4 sich geholt. So Icon 4 sowieso hat jeder mitbekommen. Da hat er sich nochmal diese schöne Stelle da rausgenommen, eine Hook draus gemacht. Bruder, das war ein sehr schlauer Move von Tano. Sehr schlauer Move. Diese Hook ist geisteskrank, die gefällt mir. Stabil. Ist die Heimat. Ich bin euch ehrlich, das kann ich direkt jetzt schon beim ersten Mal anhören sagen, das wird ein Ding, was ich mir privat rauf und runter hören werde. Safe. Könnt ihr gerne reinschreiben, wie ihr das Ganze fandet. Macht mal von 10 Punkten. Was würdet ihr sagen, Freunde? Ich sag dir ganz ehrlich, Hook 10 von 10, Part aber auch stark. Hook ist für mich auch krass. Hook ist für mich auch 10 von 10, ich weiß nicht. Hook ist für mich 10 von 10. Part, wenn ich jetzt beide Parts noch mit reinziehe, als Gesamtsong, gebe ich wirklich, und das ist schon richtig gut, 8,5 würde ich sagen. 8,5. Was sagt ihr? 8, 9, 8. Ich hätte auch 8,5 gesagt, aber Hook ist stark. Okay. Freunde, kommt hier noch was? Er zieht den End-Vocal immer lang beim zweiten Abschnitt des Refrains. Sehr produktive Nachricht wieder von diesem Okan. Habt ihr gehört, ne? Freunde, kommt gerne auf Twitch vorbei. Schreibt in den Chat rein, ihr wisst Bescheid. Wir sind am Start. Das war's mit der Reaction. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Checkt immer gerne ab, auf was wir schon alles reagiert haben.